Ja, servus und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge geht es um Vereine in Österreich und ich habe die Ehre gehabt, bei den Die Steelers zu Gast zu sein. Weiter geht's nach dem Intro. Grüß euch, kommt rein. Ja, wie schon vorher erwähnt, bin ich heute bei den Die Steelers. Bitte, stellt euch doch nochmal vor, ihr beiden. Also ich bin der Gregor, wir sind da im wunderschönen Waldviertel. Das ist der Bernhard. Hallo, grüß euch auch von meiner Seite mehr und danke, dass du vorbeischaust. Gerne. Und uns die Möglichkeit gibst, auch da im Internet ein länger bekannter zu werden. Mhm. Ich, wie gesagt, bin der Bernhard und bin eigentlich der Kopf, würde ich mal so sagen, von unserer kleinen Die Steelers Runde. Der Gregor hat sich dann bereit erklärt, dass er mit mir auch Würfel rollt. Mhm. Und so sind wir eigentlich einmal gewachsen. Er ist mehr der Technik-Freak bei uns. Das ist wahr, ja. Also, kannst du ein wenig erzählen? Ganz kurz erklärt dazu: Wir haben mittlerweile 1, 2, 3, 4 3D-Drucker, unter anderem auch Resinharzdrucker. Das Gelände, was da vor euch steht, ist komplett aus dem 3D-Drucker, bis auf die Bäumchen, die sind gekauft, alles andere ist aus dem 3D-Drucker. Bernie ist der große Maler, ich bin der Technik-Freak, ich bin vor 3 Jahren zu dem Hobby gekommen, durch den Bernie, gezwungenermaßen. Seit kurzem schwinge ich auch selber den Pinsel und das wird langsam, Gott sei Dank, einen guten Lehrer habe ich ja. Ja, und es macht viel Spaß mit dem Bernie. Genau. Und nur zu meiner kurzen Information, ich bin seit, jetzt muss ich überlegen, 5 Jahre glaube ich, im Hobby. Ich bin ja aus Salzburg ursprünglich und kann man glaube ich auch erwähnen, war beim Walter im Einkaufen. Natürlich. Beim Silent Night Games damals, ja. So bin ich eigentlich zum Hobby gekommen, einfach einmal beim Spazierengehen vorbeigegangen, den Ladenraum gesehen. Denke mir, okay, ich brauche was für meine Kids. Malen wollte ich nie, deswegen habe ich mit Star Wars angefangen, Star X-Wing damals, weil das waren cool, fertige Box. Hat mir gedacht, ein wenig Figuren schieben, okay. Nur, das ist leider, wie man jeder weiß, glaube ich, der was mit Tabletop anfängt. Ich muss das auch schmieren, Herzens. Das mitbekommen. Bleibt nicht bei der klaren Geschichte. Ja, also, und auf einmal vom System kaufen. Richtig, also diese, ja, sich auf ein System quasi einschließen und dabei bleiben, genau. Ist glaube ich ein Ding der Möglichkeit. Kurze Frage, weil du, ihr gesagt habt, Verein, oder? Ihr seid zusammengekommen. Genau. Wer? Jetzt nur ihr beide, oder habt ihr eine Mannschaft von 20 Leuten im Hintergrund? Nein, also im Endeffekt, wir sind eigentlich zu zweit. Die, was wirklich die Aktivsten sind, wir haben in Schwager ist das, der Andi, genau. Der was hin und wieder zustoßt. Wir haben meinen Bruder, der was auch da am Anfang ein bisschen aktiver war. Corona und Co. und Distanzen, weil der wohnt doch in der Neustadt unten und das ist halt doch ein bisschen weiter weg. Aktuell sind eigentlich wir zwar die... Und auch familiäre Veränderungen hat es ergeben. Du hast jetzt gerade ein wichtiges Thema angesprochen, nur für die Zuseher. Wir sind alle geimpft und getestet, ja, sonst würden wir diesen Schwachsinn auch nicht machen. Ja? Genau. Genau. Ja, also Sicherheit geht immer vor. Ja. Ganz klar. Aber in erster Linie sind eigentlich wir zwei. Also wir sind Die Steelers. Wir sind eigentlich die Die Steelers, genau. Es ist aber jeder herzlich willkommen, auch, dass er einmal herschaut, was auch schon passiert ist. Also wir haben auch schon fremde Gäste, also fremde unter Anführungszeichen Gäste da gehabt. Ja. Die haben auch gespielt, genau, Interessenten. Und sie haben auch gesagt, sie werden auch wieder mal vorbeischauen. Nur eben, das war vor 2,5 Jahren, hat das eigentlich recht gut angefangen. Ja, vor zweieinhalb Jahren. Und dann ist halt leider Corona dazwischen gekommen. Ja. Das hat uns eigentlich spielerisch, vereinstechnisch, clubtechnisch, wie man es jetzt sagt. Ja, ich glaube, das hat den Club eigentlich betroffen. Sehr wehgetan, weil doch einige Leute, die gesagt haben, schauen wir vorbei. Nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen, egal. Also Corona, ganz ein schlechter. Und ich glaube auch gerade für frisch Angefangte, wenn wir ehrlich sind, ist sowas, okay, nein, das Hobby ist dann doch einfach wieder weg. Ja? Ja. Wenn du jetzt natürlich schon Hardliner bist, ja, so oder wie ist ja, dann dazwischen. Ist es halt einfach ein blöde Zwangspause, aber man hat das Beste daraus gemacht aus dieser Zeit. Ja, ja definitiv. Also man hat auch gemeint. Ja, man hat natürlich nicht so motiviert wie sonst, muss man auch dazu sagen. Natürlich, weil du halt nicht gewusst hast, okay, wann kommst du das zum Spielen. Ja. Aber wir haben natürlich auch gedruckt. Ja. Man schaut sich trotzdem immer wieder um, neue Systeme entdeckt. Ja, ja wir haben jetzt... Wir haben trotzdem wieder ein neues System angefangen, die Covid-Zeiten, wenn wir ehrlich sind. Ja. Das ist eine gute Überleitung zum Beispiel für die nächste Frage. Ja. Welche Systeme werden bei euch überhaupt gespielt? Ich meine, ihr seht da... tolle Platte, ja, man, da sollten schon jetzt die Würfel rollen, weil die Die werden auch noch rollen, ja. Ganz sicher. Aber
Also grundsätzlich, wenn ich ganz gut aufhöre, das darfst du mir noch ergänzen. Also unser Steckenpferd ist auf alle Fälle Battlegroup gewesen und wir sind immer bleiben, was jetzt hier gerade steht. Ja. Was wir momentan extrem forcieren, ist Infinity. Warum? Weil da einfach viel Zeit einfließen muss, weil sonst kommst du mit der Regel nicht auf. Richtig. Das funktioniert nicht. Necromunda spielen wir unter anderem, also nochmal, Battlegroup, Necromunda, Infinity, wir fangen jetzt mit Saga an. Saga Ära der Magie. Ära der Magie, ja. Wir haben Warcry, wir haben Blood Bowl, wir haben. Was haben wir noch? Also Malifaux ist da, spielen wir aber nicht aktiv, ja. Ist da, kommt man jederzeit spielen. Wir haben drei Bands da, also drei Warbands, war überhaupt kein Thema, falls einmal Malifaux interessierter kommen möchte. Wir haben Conquest haben wir noch. Ist leider in Österreich, muss man dazu sagen. Und verschwinden wieder. Sehr am Sterben. Ja. Sieht man die ganzen Shops. An schlechten Start. Entweder das wird abverkauft oder es gibt nichts mehr. Ja. Okay. Also ganz schockierend. Also wir haben Conquest eigentlich angefangen. Ja. Haben zum Wollen, dann haben sie gesagt, okay, die Box kauft man sich noch, kriegst du nicht mehr, kannst du nur noch im Ausland bestellen. Also in Österreich nicht zu bekommen. Teilweise schon auf die deutschen Plattformen auch nicht mehr gescheit zu bekommen. Also ganz komisch. Sonst haben wir dabei nichts. Es kommt ein neues System, das hat sich der rechte Mann da von mir, glaube ich, einbüttet. Ja. Okay, ich bin nicht mehr. Ist der Star schon laut sein? Also Star Wars Legion habe ich jetzt gekauft, die Starterbox, weil es mich einfach interessiert, weil es doch ein bisschen anders ist mit den Karten, das Ganze. Ausgärmisch. Ja, und was wir auch noch haben, das große Projekt mit ein paar Mandeln ist Civil War, ne? Genau, ist ein ganz kleines Projekt. Ja. Ne? Aber American Civil War, ja, ACW. Sagen wir bei auch wieder historisches, ja. Also man merkt schon vielleicht so vom System her, für dich die Frage zum Vervollständigen. Wir sind eher mehr aufs Skirmisher spezialisiert. Ja. Wir haben keine Massenarmee. Okay. Ja, das ist schon eher eine Ausnahme, ist richtig. Ja. Und eine andere Ausnahme ist auch noch Conquest. Das war eigentlich, deswegen hat es Einzug erhalten bei uns, weil wir einfach ein Rank-and-File-System einmal probieren wollten. Es ist ein cooles System, weil es anders ist mit der Taktik. Kann man gerne mal auch vielleicht einmal vorstellen, wenn es interessiert. Könnt ihr ja auch drunter schreiben, sage ich jetzt einmal. Ganz kurz für die Zuschauer, also nicht, dass wir jetzt nur das spielen, also wir sind für andere Spiele natürlich auch sehr gerne bereit. Also wenn wir uns was sagen würden, ein Spiel, jederzeit gerne. Aber sonst, wie gesagt, sind wir eingefleischte Tabletop, also wir spielen eigentlich Brettspiele fast kaum. Ja, ich habe zwar dieses Willen des Wahnsinns, das Hobby, aber die spiele ich eigentlich nie. Ganz ehrlich, ja, das ist so. Mit den Kids, oder? Ja, mit den Kids spiele ich, aber jetzt nicht so in der Gruppe. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben nämlich wieder super Außentemperaturen heute von 30 plus Grad. Wir machen eine kurze Getränkepause und sind gleich wieder da für euch. Bis gleich. Ja, danke. Die kurze Erfrischungspause hat uns allen gut getan. Definitiv. Ja, machen wir weiter mit den Fragen, Burschen. Ist das okay? Natürlich. Wunderbar. Auf jeden Fall. Ja, was tragen so Spielergemeinschaften wie eure oder auch andere, aber konzentrieren wir uns eher natürlich auf eure, wie die Desilas, zum Hobby bei, und ja, was können sie in Zukunft beitragen, oder wo glaubt ihr, dass Spielergemeinschaften in der Gemeinschaft was bringen? Generell einmal, glaube ich, das Grundlegende, ja. Jeden einen Raum und eine Möglichkeit bieten, mit Gleichgesinnten zusammenkommen. Das ist eigentlich das Um und Auf, dass ich halt, wenn ich gerade frisch in das Hobby komme, ist eigentlich der erste Weg immer, ich suche mir einen Spielpartner. Weil es ist ja kein Spiel, was ich analog allein spiele, so wie halt am PC. Richtig, ja. Sondern wir sind in einem Gemeinschaftsraum oder Platz, ja, wo man halt gemeinschaftlich zusammensitzt und gemütlich halt sein Spiel spielt. Ja. Da muss man eindeutig die Vorteile davon herausheben, ja, weil spielen können wir überall. Ja. Wir können bei dir im Wohnzimmer spielen, bei dir, bei mir. Ja. Aber das Wohnzimmer ist Wohnraum. Ja, ja, genau. Ja. Und hier, so wie bei euch, einen eigenen Spielraum zu haben, ja, ist ja schon Luxus. Ist Luxus, definitiv, ja. Ist aber meiner Meinung nach auch notwendiger Luxus. Ja, richtig, ja. Weil das Familienleben, der allgemeine Betrieb, sage ich jetzt, wird damit nicht belastet. Ja. Man muss nicht auf- und abbauen, sofort nach dem Spiel oder vor dem Spiel. Man kann es stehen lassen und sagen, super, du hast jetzt Interesse dran. Genau. Schaut's aus, nächstes Wochenende könnte man weiter zocken. Ja? Und das ist ein entscheidender Vorteil, nämlich diesen Stressfaktor Zeit, dem wir ja alle unterliegen, Natürlich, ja. Ein bisschen abzuschwächen. Genau. Dass man einfach sagt, ja, okay, wir spielen heute, also mal, 3 Stunden. Wenn es uns beiden zusagt, oder egal wie viele jetzt spielen, zusagt, dann spielen wir in ein paar Tage weiter. Genau, richtig. Und das können natürlich, das muss man sagen, nur Gemeinschaften bilden. Also Spielergemeinschaft, genau. Ja. Und
vielleicht als Ergänzung dazu, was ja auch das Um und Auf ist, es gibt vielleicht auch Leute, die Interesse haben, aber gar nicht nichts beziehen wollen. Und da bietet halt die Gemeinschaft, der Club, an. Wir haben genug Miniaturen, wir haben mehrere Systeme, eben was dabei. Historisch, Fantasy, eben klassische Spiele, wo man einfach sagt, ich kann mir es zumindest einmal anschauen. Und das ist, glaube ich, das, wo die Aufgabe ist, jedes Vereins, Clubs, Spielergemeinschaft dasteht, dass ich sage, hey, da ist ein neuer Interessent da, ich zeige ihm einmal was. Und er braucht nicht gleich was kaufen. Richtig, verkaufen tun wir ja nichts, genau. Das muss man auch mal sagen. Nein, wir geben nur Geld aus. Genau, richtig. Also wir sind Konsumenten. Genau. Aber das ist auch das, was eigentlich früher die Demospieler bei Events gemacht haben. Ja? Richtig. Genau. Das ist eben hier der Vorteil, dass man sagt, oder wir kommen ja dann aufs Thema näher ein, in Kontakt tritt und sagt, okay, dieses System täte mich auch interessieren, könnte man das einmal anschauen? Ja. Genau. Und wie ich immer sage, es sind genau zwei Faktoren dabei. Das ist Zeit und Lust, die ihr braucht, und keine Kosten. Ja? Richtig, ja. Weil oft ist es so, man sieht irgendwo ein tolles Spiel, hätte ich auch gerne, dann hat man entweder den positiven Weg und man findet dann noch irgendwo Mitspieler, oder den negativen, beim Event waren so viele davon begeistert, aber nachher dann kein Mensch mehr. Kommt auch vor. Ja. Natürlich kommt es vor, aber hier hast du die Chance, dass du sagst, okay, vorhandene Systeme, vorhandene Spieler, genau. Ich möchte es mal kennenlernen, genau. Kostet nichts. Ja. Und was halt auch, wenn ich ganz kurz sagen darf, wichtig auch noch ist, dass man sich die Zeit nimmt für solche Leute. Ja, richtig. Weil das Problem ist ja einfach das, dass du meistens irgendwo hinkommst und dann, ja, das interessiert dich, dann, ja, da 5 Minuten, sage ich dir das, und dann nach dem Motto, danke, zieh deinen Weg. Bei uns ist ja doch das Ziel, Bernie hat auch schon verdammt viel Geduld gehabt bei mir, weil er hat mir viele Systeme beigebracht und gezeigt, ich weiß jetzt auch, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, ganz klar. Aber Zeit aber nehmen. Da können wir die Frage vielleicht ein bisschen intensivieren. Eigene Erfahrung jetzt, ja? Demospieler und Demospieler, warum ich das jetzt erwähne? In welche Kategorie, glaubt ihr, würdet ihr euch einreihen? In die Hardcore-Listen-Eventspieler oder früher heute, wir wollen eine Garde haben, der Alltag ist stressig genug, ja? Let's have fun, ja? Ich mache da Werbung für einen deutschen YouTuber, Bier und Brezel. Ja. Also ja. Bei uns ist es genauso, also wir sitzen ganz kurz nach uns, wir sitzen beieinander, trinken gemütlich irgendwas. Ein Soft, ja. Egal was. Ja. Ob mit Hefe oder wenn, nicht. Wenn wir Lust haben, machen wir kurze Pause, gehen wir raus, haben wir einen Wirschlanggriller oder ein Komplett. Bei uns ist das einzige Wichtige ist Gemeinschaft. Genau. Mir geht es jetzt nur darum, falls eine oder andere, der sich das Video ansieht, die haben zwar einen Clubraum und ja, war halt interessant, aber da geht es aber nicht, weil das sind zwar Hardcore-Zocker, ja. Also bei uns Kampflisten, wir schauen weder im Internet noch irgendwelche Listen, auch gerade so klassische Systeme, was eher kompetitiv gespielt werden, wie Infinity. Wir bauen selbst die Listen, wir kennen auch gar keine Hardcore-Listen, die was einfach sicher zum Sieg führen. Weil der Sieg bei uns nicht im Vordergrund steht. Natürlich will ich nur ich gewinnen. Ja, und das mache ich einmal. Meistens so. Okay. Aber grundsätzlich ist Spaß ganz sein. Klar zu sagen, also wenn jemand hierher kommen möchte, oder will sich was anschauen, oder will mit uns spielen, wir werden nicht ein System, nur wenn wir es jetzt vielleicht sehr gut können, den Spaß vom Spiel nehmen. Ja, ich habe leider selber die Erfahrung schon gemacht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hinkommen und nachher gefreien wird, du kommst jetzt zu uns zum Beispiel und wir spielen so ein neues Spiel, du kennst das nicht, ich kann es auswendig und dann mache ich dich fertig. Nein. Okay, nein, das ist ja auch wichtig zu wissen. Weil wir machen miteinander einen Spielaufbau, haben wir schon ein paar Mal hinter uns gehabt, also wir erklären das Spiel, würde ich jetzt so nicht machen, würde ich so machen, einfach Tipps und Ratschläge, einfach, dass der einfach nicht den Spaß verliert. Richtig, weil das Wichtigste, was halt hier einfach ist Spaß am Spiel. Absolut top. Das ist auch das Hobby. Das ist uns will das Hobby nur Spaß machen. Genau. Ja. Den Ernst habe ich im anderen Bereich. Richtig, im Leben. Das ist und oft so. Mehr als man, was man will. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir einfach zur nächsten Frage über. Das ist ja eher eine Frage, die natürlich schmerzt. Das ist Covid. Covid schränkt uns natürlich, also jetzt uns Spielergemeinschaften, natürlich genauso wie das allgemeine öffentliche Leben, Veranstaltungsleben, massiv ein. Wie seht ihr eure Möglichkeiten in Zukunft bei möglichen Verschärfungen oder irgendwas? Man weiß es ja nicht. Also, eins dazu, also wir können nicht sagen, wir sind alle getestet, geimpft. Das ist einmal das Minimum.
was wir jetzt machen können. Mhm. Wenn natürlich Ausgangsbeschränkungen sein werden, die was halt können einfach, wir können wir eh nichts dagegen tun, mhm, sollte es Ausnahmen geben, wo es heißt, okay, geimpft, getestet, mhm, dann sind wir aber bestens aufgestellt. Mhm. Aber ja, das wird okay, Zukunft sein. Um meine Frage vielleicht anders zu formulieren. Beschreiben wir jetzt diesen Weg, es würde wieder zu Verschärfungen kommen, mhm, hoffentlich nicht, aber Gesetz des Falles. Gibt es eine Alternativmöglichkeit für euch, wie ihr euch in Zukunft vielleicht nach außen präsentieren könnt, wie ihr den Kontakt zu Interessierten irgendwie intensivieren könntet? Wann ist da was geplant zum Beispiel? In der Richtung haben wir eigentlich nichts geplant. Okay. Ja, wir haben eine Homepage, ja, wo, mhm, man uns kontaktieren kann, mhm, wo halt jetzt leider auch durchs Covid auch weniger Berichte da sind. Wir machen auch immer wieder Spielberichte. Mhm. Ja. Das, was wir eigentlich vorgehabt hätten, wäre ja natürlich auf Events zu gehen. Das ist auch ein Spielergemeinschaftsthema. Ja. Was natürlich, wenn verschärfte Maßnahmen da sind, kann ich nichts machen. Ja. Das Einzige, was man natürlich vielleicht, und das haben wir ja schon vorher, mhm, schon überlegt, das passt da gut rein, überlegt haben, zumindest, wenn jetzt jeder daheim sitzen muss, über Webcams, über Discord, mhm, zumindest morgen gemeinsam, ja, dass dieser wäre Spaß am Hobby, ja, erhalten bleibt, weil es, ich muss ganz ehrlich sagen, gemeinsam malen ist halt schon viel förderlicher, wie wenn wir jeder allein dann im Keller, wie, ja, wir schon vorher ein wenig geplaudert haben, mhm, im Keller sitzt und allein malen. Ja, das, mhm, ist aber, das ist das Einzige. Aber das ist zum Beispiel ein Weg, ja, dass, genau, man sagt, man intensiviert Discord, ja. Macht sie da jetzt zum Beispiel Termine aus, wo man sagt, okay, genau, am Mittwoch um 18 Uhr wäre ich online, genau, wenn einer plaudern würde, irgendwas. Das ist schon ein Lösungsansatz, ja? Voller Fälle. Also nicht dann Schotten dicht und wir haben Covid. Nein, das ist nicht. Einfach versuchen, andere Wege. Wir haben ja das Glück gehabt in Österreich, dass man eine Bezugsperson treffen hat können. Das war bei uns, wir zwei haben es ja trotzdem drauf. Ja, wir haben es ja da reduziert gehabt. Ja, aber nein, natürlich, da, immer, ja, gemäß den Vorgaben. Ja, das ist ja, auch, ja. Und auch der Eigenvernunft natürlich. Ja. Ja. Aber vielleicht auch ein Punkt noch, das vom Tabletop-Simulator online analog, das, da bin ich halt leider gar nicht zum Haben. Das ist leider eine Sache, wo ich sage, es ist super, dass es gibt. Ich finde es auch gut, dass Leute in Anspruch nehmen, weil es gibt ja wirklich jegliches Tabletop-System, mhm, mittlerweile schon da drauf, aber mir selber gibt es ja einfach nichts. Also es gibt persönliche Kontakt, ist, ja, für mich, wie hat der Bernie ganz am Anfang gesagt, wie ich gesagt habe, probieren wir Infinity. Beziehungsweise einfach wie ich angefangen habe zum Tabletop, der Bernie hat immer gesagt, mit diesen ganzen digitalen Würfen und, mhm, mit den ganzen Systemen, was du mit dem Tablet spielst, ja, sagt er will immer Würfe in der Hand haben. Mittlerweile, ja, dasselbe Spiel, ich will die Miniatur in der Hand, mhm, haben, genau, mit den Würfen in der Hand, mhm, genau, das ist einfach ein anderes Feeling. Genau. Mhm. Also wirklich viel da kommen wir, mhm, zu Covid nicht. Wir können nur hoffen, dass bald vorbei ist, beziehungsweise in, ja, den Form, wie es jetzt ist, so weit gekommen ist. Jetzt wieder in Richtung allgemein, und, ja, zwar, was glaubt ihr oder wie schätzt ihr die Entwicklung eurer Gemeinschaft ein in der Zukunft? Jetzt abgesehen von Covid oder nicht, ja, 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 sondern generell, soll es eine immer dieses, ja, angenehme, ja, dieser, sagen, Rückzugsbereich sein, ja? Nein, nein. Da kann ich da schon, bitte, was sagen. Ja. Wir haben ja schon vorgehabt, auch vor eineinhalb Jahren, dass wir wirklich sagen, wir machen einmal in der Woche bei einem Wirten in der Nähe, mhm, wirklich, dass man vielleicht einen neuen Interessenten auch dazu kriegt. Gleichzeitig, wenn wir mit unseren Leuten spielen, mhm, dass man sagt, wir sind beim Wirten, fördern ein wenig auch die Wirtschaft. Wir haben, ja, was drin, tut, mhm, ein Abendessen, also wirklich am Abend, meistens am Abend, mhm, weil es geht tagsüber ja nicht. Ja. Mhm. Das war ein Ding, was ich vielleicht in Zukunft auch in Bewegung bringen möchte, eben mit dem Sack und Back hin, mhm, so wie man es auch von anderen kennt, ja, beziehungsweise auch Events selbst veranstalten. Mhm. Also ich sehe schon, dass man, dass der Sillas eigentlich in Zukunft auch einmal ein Turnier veranstalten kann. Ja, also, weil die Community in Österreich ist eigentlich klein, aber sie ist da. Erstens einmal, sie ist sind da. Nur versteckt dann irgendwo. Haben wir im Vorgespräch, ja, ja, ein bisschen so drüber plaudert. Das Interessante an Österreich ist ja, wir sind da, tut mir leid, wenn ich sagen muss, aber Insel der Seelen oder Jahre zurück. Ja. Ja. Wenn wir das jetzt mit Deutschland vergleichen, ja, die Leute versuchen, Events rauszustampfen. Ja. Genau. Bei uns ist es nicht möglich, derzeit nicht möglich, ja, dass man sagt, okay, es gibt genug Tabletop-Spieler, ja, ja, setzen wir uns einmal zusammen, du hast ja mal ansatzweise den Versuch gemacht, ja, okay, gegen Corona kann man nichts, da kann man nichts, ja, das ist alles dann zerschlagen. Ja. Aber es muss doch möglich sein, dass man in Österreich jetzt, sage ich mal,
im Bereich Ostösterreich. Aber genau, um das geht es ja. Westösterreich ist ja mit seinen Maid-Kommandanten gut bestückt, das muss man ja sagen. Aber Ostösterreich ist ja da wirklich ein leeres Das war mein Grundgedanke, weil wir fahren ja auch nach Westen. Das waren wir auch schon dreimal dort. Richtig, haben wir Spaß gehabt. Ja, natürlich. Und genau das wollte ich eigentlich eben für sogar mal Osten, wo ich sage, eben St. Pölten war der Raum, zum Beispiel, wo jeder eine Stunde hier hat. Auch von Stunde dort vor Stunde, mit Öffis, der Linzer vor der Stunde, der Wiener vor der Stunde. Somit eigentlich ideal, dass ich sage, dort als Knotenzentrum, jeder hat einmal klein angefangen. Die Taktiker hat auch einmal in einem kleinen Raum angefangen. Das heißt jetzt, Gegenargument meinerseits, man kann sich 2022, falls es Covid zulässt, auf einen möglichen Event freuen. Also eigentlich schon. Also das einmal grundsätzlich wir müssen schon davon ausgehen, heuer geht nichts. Ja, weil man darf es nicht unterschätzen, so Eventvorbereitungen oder zu viel. Ja. Verzeihen, aber Laien wie uns, unter 6 Monate davor ist gar nichts. Eher 9 Monate vorher, dass man das Ganze anleiert. Genau. Aber das ist eine mögliche Perspektive. Aber Herbst in 2022 könnte man durchaus vorstellen, dass da was kommt. Ja. Ziemlich sicher sogar. Ja. Ja. Also der Plan war schon vor 2 Jahren. Hat sich halt jetzt verschoben, aber verschoben ist nicht aufgehoben. Ja. Also letztes Jahr was geplant eigentlich. Ja. Letztes Jahr war es geplant. Ja. Genau. Damit eigentlich auch ein Aufruf auf die anderen Spielergemeinschaften in Österreich. Interessiert euch dafür, weil gemeinsam können wir eine tolle Show liefern. Vielleicht auch da noch im Zusammenhang, was ein Verein oder ein Club da kann oder eine Gemeinschaft. Wir haben ja, oder das war halt von mir aus, weil genau das Thema ist, finden wir eine Gemeinschaft. Man findet nichts im WWW, wie es so ist. Schwierig. Wir haben auf Facebook die Tabletop-Szene Österreich, das möchte ich schon noch mal hervorheben, genau aus dem Grund erschaffen, dass sich jeder Club eintragen kann, wenn er nur so klar ist. Ja. Oder jede Gemeinschaft. Auch nützen, Freunde, nützen. Weil das WhatsApp ist halt nicht erreichbar für einen Außenstehenden, nur für einen, der was euch kennt. Ja. Und der große Vorteil von dieser Tabletop-Szene Österreich sollte eigentlich genau der werden, dass ich, wenn du halt in Wien eine Veranstaltung machst, da das reinschreiben kannst und jeder, der es abonniert hat, weiß, es ist dort ein Event. Ja. Oder nicht nur, zumindest auch den Überblick zu bekommen. Wen gibt es denn überhaupt jetzt das auch, im Bereich Horn von mir aus oder Grenz oder richtig, irgendwo? Ja? Richtig, ja. Also, da muss man auch dazu sagen, das kann nicht seine Tätigkeit sein. Ja? Ich habe es einfach Er hat es initiiert, ja. Genau, genau. Aber Eintrag oder den Kontakt müsst schon selber suchen. Genau. Das ist eine Seite für uns, nicht für mich. Ja, ja richtig. Eine Seite für uns alle da draußen. Wir wollen halt die Tabletop-Szene Osten, nehmen wir es einmal Osten, zusammenführen. Ja, eigentlich Österreich generell, aber natürlich auch in unserer Region, weil wir ja auch nicht gescheut davor sind, dass wir sagen, okay, machen wir ein kleines Wochenende-Event, gemeinsam mit einem anderen Club, Gemeinschaft, egal. Ja. Schauen wir, wo wir können, machen wir was. Ja, Zukunft haben wir eigentlich schon. Haben wir eigentlich natürlich war jetzt auch gut, wenn der eine oder andere Interessierte noch dazukommen würde. Ja. Ja. Jeder ist eine Bereicherung im Spiel, das muss man klipp und klar sagen, und hilft uns einfach weiter. Was Besonderes gibt es bei euch, es gibt einen Clubraum. Genau, den sagen wir euch dann auch noch kurz vielleicht. Einen total unwirtlichen, also ich würde da nicht hingehen. Er ist klein, aber hoch, würde ich mal sagen. Ja, also wir haben viel Stauraum geschaffen, damit man wirklich alles, dass man ein schönes Spiel... Also von der Größe, was du hast einen schönen Spieltisch da, der auch vergrößert werden kann. Ja. Also was will der Spieler jetzt mehr? So ist es. Sitzmöglichkeiten. Genau, so ist es. Gut. Ja, wie finden wir euch? Wie finden wir uns? Also nicht euch beide persönlich. Nur Wengerl, Wie finden wir uns? Machen wir es einfach. Wir sind heimisch. Internet. Seid ihr zufrieden? Ja, dasilas.at. Wunderbar. Wird dann also Dice wie der Würfel und Illas aus Godzilla abgeleitet, weil das war wegen unserer Statur. Also, wir sind halt keine Stützen, keine Öfen. Ihr seht, die beiden sind total ernst. Also Hardcore-Namens und Findung des Brandings quasi. Und deswegen teilst du das. Es gibt die Option Internet. Internet, genau. Das ist, Facebook sind wir natürlich vertreten. Facebook ist immer gut, das hat eigentlich fast jeder. Discord, glaube ich, habt ihr erwähnt, ist geplant. Discord ist geplant. Ja. Das wird auf alle Fälle auch stattfinden, auch schon wegen dem Bemalen und so weiter. Ja. Das heißt nämlich, die Adressen oder die Adresse, wo dieses kleine Königreich ist, die findet ihr dort auch.
Okay. Ja, ja, sehr gut. Ja. Nur, dass man ich werde es euch zusätzlich unten in die Beschreibung natürlich reingeben. Ja. Für die Leute, die einfach zu faul sind. Ja. Aber falls einer das Video noch nicht ganz schaut oder nur so hört, ja, es gibt Webpräsenzen, wo man Kontaktadressen findet. Ja, also nur von der stationären Seite, also wir sind im Bezirk Horn unterwegs. Das ist auch genau. Okay, also Österreich, Bezirk Horn. Horn, ja. Mitteleuropa. Im tiefsten Waldviertel, genau. Aber schon im Waldviertel zur Grenze Weinviertel. So. Ja. Also ich bin, gesagt, ja. Ich bin ohne Probleme reingekommen. Ja. Also. Von Wien eine Stunde 10. Ja, circa. So. Also, ja, nein, also die. Eine gute Stunde. Ja. Zumindest verkehrstechnisch. Und vielleicht als Hinweis. Wir haben da, wo meine Ortschaft ist, das ist Sigmunds Herberg, ist 8 Kilometer weg von Horn, einen Bahnhof. Der das wäre die nächste Frage mit Öffis. Wo auch direkt die FEB rauffährt. Genau, okay. Also es ist, ihr kennt es von Wien, weiß nicht, ist das dann der Westbahnhof? Spittelau, Franziskus Bahnhof, FEB. Genau, da bin also, ich nicht so bewandert. Ja. Ja. Wichtig ist, du bist nicht aufs eigene Auto gebunden, du kannst auch mit Öffis her. Also genau. Ich sage mal, von Wien bis genauso eine Stunde her. Ja, vom Bahnhof gehst 5 Minuten zu mir. Also die Ausrede gibt es nicht. Ich will von Wien eigentlich mit euch einmal ein bisschen zusammensetzen, aber ich weiß nicht, wie ich herkomme. Genau. Ja. Und vielleicht das ist ja auch für alle, ja? Weil wir werden es auch tun. Bewegen wir uns mehr. Ja, richtig. Fahren wir einmal woanders dahin. Solange wir können. Ja, genau. Ja. Und dürfen. Gut, jetzt vielleicht noch die letzte Frage, bevor ich dann den Zusehern ein paar Highlights zeigen werde. Nein, die werde ich nicht einblenden. ich meine, es ist ja alles eine Entwicklung, die man so durchlebt. Ja. Ja, als Gemeinschaft eben Raum herrichten, Gelände vorbereiten. Was glaubst du, wo wird es hier in 5 Jahren zum Beispiel sein? Oder was ist eine Hoffnung? Also er hat eine spezielle Idee. Oder nicht? Normalerweise kommt dann der Antwort, da glaube ich, um 5 Jahre älter wurde. Ja. Nein, was ist vielleicht eine Hoffnung als Spielergemeinschaft? Wo kann eine mögliche Entwicklung hingehen? Also mein größter Wunsch, was jetzt die Entwicklung vom Spielen, vom Tabletop betrifft, ist einfach, die Szene muss wachsen. Mhm. Ja, Leute kennenlernen. Jetzt gar nicht, muss jetzt nicht unbedingt bei uns dabei sein, aber einfach zu herauszufinden, im Waldviertel, in vielleicht einer Umgebung, da gibt es vielleicht 2-3 Spielergemeinschaften. Mhm. Das ist meiner Meinung nach eigentlich das Wichtigste in den nächsten Jahren. Einfach mehr vernetzen. Okay. Meine persönliche Meinung. Ja, beziehungsweise meinen Clubraum. Er wollte eigentlich schon ein Geschäftslokal, ja, ich, wo ich dann als Maler engagiert bin wollte das und Schulungen mache. Okay, gut. Ich wollte es nicht sagen. Nein, aber vielleicht wirklich Tatsache, ja. Das ist einmal ein Anfang. Ja. Mehr Raum brauche ich nicht, wenn ich heute sage einmal, wir kriegen da gemütlich 2 kleine 4 Zoll Tische hin. Ja. Dann wird es zwar eng, aber das war's dann. Ja. Ja. Oder einen großen Tisch, wo man gemeinsam zu fünft einmal zusammenhuckt und spielt. Ja. Und irgendwann vielleicht wirklich einen Raum außerhalb von da, wo man sagt, wir haben mehr Tische, aber da muss auch natürlich die Bewegung da sein. Ja. Erstens, darf natürlich nicht unterschätzen, es ist alles eine Kosten-Nutzen-Frage. Genau, das ist dann die Frage. Weil es ist zwar unser Hobby und wir betreiben es gern, genau. Aber wenn ich dann natürlich laufende Fixkosten von einigen 100 Euro habe, muss es einen Sinn machen. Ja. Die ich nicht ins Hobby direkt investieren kann. Ja? Genau. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Ja, das ist richtig. Gut. Das war so das Thema. Habt ihr von eurer Seite Fragen oder Vorschläge ans Publikum oder an mich, oder sagst danke, es genügt, Klappe und tschüss. Ich habe abonniert den Kanal, schreibt fleißig Kontrolle. Nein, euren Kanal. Ah ja, wir haben keinen Kanal. Wir haben keinen Kanal. Also, ich werde auch keinen machen. Ja. Sehr gut. Abonniert den Kanal, wie gesagt, der Andreas bemüht sich da immer sehr. Ja, es geht um die Gemeinschaft. Ja. Also, ich denke, alleine diese Idee, du hast es mit der Webseite damals, die Vereine zusammenbringen. Ja. Meine Intention dahinter ist, dass die Leute auch die Menschen dahinter stehen. Genau, ja. Euch kennenlernen, ja. Ja, dass man mehrere Punkte abdecken kann, ja. Und vielleicht damit wirklich den einen oder anderen Interessierten einfach gewinnt. Egal, ob der jetzt bei euch da im Waldviertel spielt oder in Wien oder in Salzburg oder in Graz oder was weiß ich, wo zusammenkommen zu können. Man kann sie ja auch mal treffen. Ja. International, in Österreich, sagen wir jetzt einmal. Ja. Wir sind, der größte Weg sind 300 Kilometer. Österreich ist ein kleines Land. Ja. Trifft in Deutschland in der Mitte. Ja. Da bist du auch unterwegs. Genau. Trifft in Österreich in der Mitte, das ist glaube ich nicht. Alles kein Thema in Wirklichkeit. Ja. Nein, deswegen sage ich, also
Schreibt euch eine auch in die Tabletop 10 Österreich, das hat jetzt nicht mit mir was zum tun. Es bringt euch selbst als Gemeinschaft was, weil wenn es einmal was vorhabt, könnt ihr es dort auch preisgeben. Richtig. Und es kommen auch mehr Gemeinschaften dann zusammen. Und das soll es ja schlussendlich werden. Umso mehr Leute sich melden, umso mehr kannst du vernetzen. Genau, richtig. So ist es. Irgendwann muss einmal anfangen. Genau. Und wir haben es gemacht. Genau. Gut, die zwei Burschen waren jetzt einmal so nett, haben sie ein bisschen vorgestellt. Und einen der beiden werde ich mir dann schnappen und der wird mir da einmal zeigen, welche Schätze Miniaturen, die da sind, dass ich auch einen Eindruck gebe. Das wird der Grundstücksbesitzer übernehmen. Der Grundstücksbesitzer. Wunderbar. Na gut, dann sehen wir uns gleich. Ja, passt. Bis gleich. Ja, das war das Gespräch mit den beiden von den Dysilas. Was wir euch jetzt natürlich noch dazu zeigen möchten, ist die Roomtour. Die kommt jetzt noch. Das seht ihr, wie der Clubraum ausschaut da. Kleiner war hoch. Okay, da haben wir mal viel Arbeitsfläche. Genau, das ist die Mahlstation. Ja. Da kann natürlich jeder malen. Wir haben da die Airbrush, da sind zwei da immer. Mhm. Da kann jeder eigentlich malen, wenn er will. Das ist auch gut, weil damit unterstützt man die Leute. Ja. Genau, ich kann es auch erklären ein bisschen mit meinem Halbwissen, was ich habe. Ja. Ja. Ein bisschen Erfahrung habe ich schon gesammelt. Bestückt, ja. Da sieht man schon die nächste Arbeit. Da ist eine Regale leer, das habe ich erst vor kurzem aufgebaut, weil einfach der Platz immer enger wird. Ja. Das macht nichts. Den Spültisch, ja, den werden wir kurz einmal... Genau, der Spültisch, den haben wir jetzt aufgebaut für Battle Group aktuell. Ja, ja, nur dass ihr ein Bild habt. Genau. So kann ein Gelände ausschauen, gell? Jawohl. Ich habe nämlich zuerst gedacht, das sind Terminlisten. Nein, ihr habt da für die Spielsysteme jeweils die Kurzregeln quasi auf den Pin wenden. Genau, dass man nicht tausendmal blätteln muss, was, weil das ist eigentlich das immer das Thema. Das ist Infinity aktuell. Ja, aber praktisch, ja. Genau. Natürlich auswechselbar, logisch. Mhm. Ja, und dann gibt es ein, zwei Miniaturen, die du da hast. Ja, das sind so die Sammlungen, die wir jetzt haben. Es sind aber nicht einmal alle da, muss man sagen. Ich würde sagen, Warcraft, Landbowl-Feld, komplette Armee, Infinity-Feld. Ja, also, na, gut. Gesagt, wir haben da, wenn wir noch kurz hergehen, Necromunda, das ist Malifaux. Da ist auch ein Teil Malifaux, das war eben das, wo ich gesagt habe, es gibt ein paar Bands bei uns, hinten dabei. Da haben wir die Infinity-Figuren drin. Da natürlich Battlegroup, das ist eines der größten Bereiche. Ein bisschen war es, die deutsche Einheit, das ist alles Deutsche. Und das ist alles die Amis. Ja. Da kann man ja mal kurz raus. Da sind auch ein paar kleine drin. Jawohl, ja. Man braucht es immer. Ja. Und da sieht man ein paar Fahrzeuge, also eine kleine Aufstellung, kann man schon spielen. Ja. Da ist Conquest haben wir noch, da die Regelwerke. Ja, da haben wir Spülmaterialien drin, diesen Würfel etc. Sogar mit, man beachte, eigene Würfelbecher. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, und da haben wir noch Infinity. Und da haben wir Infinity Gelände, weil das braucht auch einiges. Ja. Also es kommt was zusammen. Genau. Ja, und da hinten hängen noch die ganzen Spülmatten für die diversesten Systeme. Ja. Also alles in diesem Soft Mauspad Look. Ne? Falls euch einmal fahren wird, ein bisschen American Civil War. Ja, ne? Ganz frisch reinkommen. Ist erst in Arbeit. Ja. Der wichtigste hier ist natürlich euer Wazi. Genau, und da unten vielleicht nur kurz, dass man sieht, da wird auch Gelände gestapelt. Also da ist auch das WW2-Gelände. Da habe ich es nur und nicht nur mein Stativ gelassen, okay. Aber kein Problem. Und die Mitte ist beheizt. Also wir haben den Strahler, wir haben zwei Infrarotpaneele da. Und wir haben auch Harzkanonen auf, weil es wirklich mal ganz schnell aufgeheizt werden muss. Ja. Gut, jetzt haben wir aber genug Zeit. Jetzt werden wir zocken. Ja, danke fürs Kommen auf alle Fälle. Gerne. Ja, das war der Bericht von meinem Besuch. Wie ihr gesehen habt, ganz, ganz tolle Jungs. Das heißt, jeder, der in dieser Umgebung zu Hause ist, Interesse an Tabletop-Spielen hat, meldet euch, Traut euch ruhig, die beißen nicht, die beiden. Und der Aufruf an die anderen Vereine in Österreich, zumindest jetzt mal im Raum Ostösterreich, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir. Ja. Ich bin gerne bereit, mit euch ein Video zu machen, einfach um die Community in Österreich zu stärken. Wir dürfen ruhig zeigen, wir haben Tabletop in Österreich. Und ihr seid dann die richtigen Ansprechpartner in eurer Region. Das ist eine Win-Win-Situation. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr auch heute dabei wart. Ich freue mich schon aufs nächste Video und bis dorthin,
Ihr wisst es, bleibt gesund, Leute, und Servus.